Was kann ich dafür, wenn der, wenn die Schlaumeier zum Beispiel der vorne. Moment, geht das weiter? Mann, 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 Mann. Ihr könnt das nächste Haltestelle alle mal aussteigen, wenn ihr wollt. Nach 30 Minuten. Fast 8 Minuten. Muss ich schon mal hier halten? Kleine Dornenstraße hier. Oh. Upsi. Die falsche Haltestelle. Hier muss ich halten. Warum fahren die Fahrrad sie? Du hast Vorfahrt. Ja, hallo. Wunderbar, vielen Dank. Mahlzeit. Hallo. Bisschen schneller bei meinem Einstein, bitte schneller. Leitstelle an alle Fahrer, Leitstelle an alle Fahrer.
Polizei informiert uns gerade, dass in der Stadt Taschendiebe unterwegs sein sollen. Wenn ihr irgendwas bemerkt, dann bitte informiert uns sofort. Alles klar. Aber was soll das denn wieder? Warum liegst du dann nach rechts, wenn du weiter geradeaus fahren möchtest? Ganz ehrlich, was kann ich dafür, wenn die KIs und die, also sprich, die lieben Mitautosfahrer einfach so besoffen, ohne Rücksicht auf Verluste einfach fahren? Ihr könnt ruhig in die nächste Haltestelle aussteigen. Meine Güte. Immer haben die Busfahrer die Schuld. Aber denkt ihr mal mit. Wir müssen hier reinfahren. Eine Uhr haben sie wohl nicht, aber sonst wären sie ja nicht zu spät. Hallo. Schönen guten Tag. Moin. Eine normale Uhrstrecke. Morgen. Bitte. So komme ich auf jeden Fall nicht um die Kurve. Moment, da schalte ich mal was auf. Das ist so, wie ich wusste. Ich hatte wiederum die Kollision abgestellt. Dass ich wiederum so um die Kurve komme.
Ich habe hier jetzt noch 5 Minuten Verspätung, ey. Ich darf jetzt erst mal einholen. Und ich darf mir dann wieder anhören, was die Fahrgäste zu sagen haben. Ehrlich, hammergeil. Toll. Geht mir genauso, Kollege. Geht mir genauso. Jetzt haben wir die SB drinne. Was denn nun? Wollt ihr, dass ich die Verspätung rausholen soll oder nicht? Dann seid ihr jetzt leise. Erstmal was beschweren und dann was haben, Olle. Ich steige gleich wieder aus. Mir reicht eine Kurzstrecke. Sie können ruhig laufen. Okay. Hallo. Aber weiter nach links geht's auch nicht. Wird nicht gehalten, tut mir leid.
wäre sehr nett, dass ich auch mal gleich fahren würde. Wie? Das kommt ja wie gerufen. Bitte lass kein Gegenverkehr kommen. Ach nö. Jetzt blockiert der LKW wieder. Vorsicht beim Aufsteigen. Letzte Lücke waren 212. 212, wie hören? Bei mir im Bus randaliert ein Fahrrad, ich bräuchte mal Unterstützung von der Polizei. Alles klar, Polizei ist verständlich. Fahrt zur nächsten Haltestelle und fahre da. So, statt nach links geht's jetzt wiederum geradeaus weiter. Zehnminütige Verspielung. Ich bin ebenfalls mit dem Gelenkbus mit der Linie 301 gefahren. Oh, das ist eng. Und ich saß leider in diese hintere Kurve leider fest, weil die KIs immer weiter gefahren sind.
Und nochmal, nächste Haltestelle, Hildebergradplatz, Endstation, bitte. Wir bitten alle Fahrgäste, um auszusteigen. Und das war auch für diese Aufnahme. Und dann hoffe ich wiederum, dass wir uns in die nächste Folge wiedersehen. Das ist wieder mit Omsi heißt. Statt hier nach links müssen wir hier reinfahren. Endstation, alle Mann aussteigen. So, dann war's das mit dieser Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Let's Play und die Bus Simulation 2.